Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um meine aufgebrachten Produkte aus dem Monat August. Es sind diesmal nicht ganz so viele, denn ich habe ja erst letztes ein Video abgedreht. Und ja, es ist trotzdem ein bisschen was und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video. Ich habe außerdem zwei Produkte von meinem Freund dabei und zwar einmal hier von Axe, ein Deo, das ist dieses Moschus. Das hat er, glaube ich, mal zu Weihnachten geschenkt bekommen, roch ganz gut. Und dann hat er von mir dieses Viking Nordic Men's Bar Duschgel und Shampoo bekommen und das roch auch extrem gut, also war ein richtig tolles Duschgel. Würde ich mir auch nochmal nachkaufen, allerdings gibt es das nicht mehr bei Müller. Ich glaube, das ging aus dem Sortiment, als ich das gekauft habe. Dann habe ich hier so ein Packen Tütchen. Und zwar war ich auch wieder einige Male baden und da habe ich einmal Tetisept. Schön, dass es dich gibt, dieses hier aufgebraucht. Das roch sehr, 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 sehr gut. So schön nach Sommer, hat mir sehr gut gefallen. Von L'Oreal habe ich mal eine Probe von diesem Hydra Genius aufgebraucht. Das habe ich ja auch in groß dabei, aber ich möchte auch so ein paar Proben aufbrauchen. Von Kneipp das Verwöhnen mit Rose und Kamille. Das ist so ein schöner Rosenduft, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Oh, mag ich einfach. Von Dresdner Essenz dieses Tag am Meer. Und das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsdüfte von Dresdner Essenz. Also wenn ihr das noch nicht kennt, schaut euch das an. Das ist richtig, richtig gut. Auch von Tetisept hier, das eine Portion Glück, Pfirsich und Vanille. Auch ein sehr, sehr leckerer Duft. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Könnte ich mir vorstellen, nachzukaufen. Dann gab es ja bei Balea diese Tuchmasken mit Be a Panda. Das sah wirklich sehr, sehr süß nach einem Panda-Gesicht aus. Hat mir echt gut gefallen. Hat auch gut gepflegt. War so ein schönes Erlebnis. Und ja, würde ich mir nochmal nachkaufen. Gibt es nur leider nicht mehr. Dann hier von Coco Stars heißt Slice Mask Sheet mit Gurke. Das waren so einzelne Gurkenscheiben, die konnte man sich aufs Gesicht auflegen. War sehr, sehr gut mit Flüssigkeit getränkt. Hat richtig gut getan, war eine richtig schöne Erfrischung an den heißen Sommertagen. Und hat auch die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt. Hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, noch ein Bad von Dresdner Essenz, das Paris Mon Amour. Ist auch ein richtig schöner Rosenduft. Hat mir auch sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja, ich mag einfach Rosendüfte sehr gerne. Ja, gestern erst aufgebraucht hier das Tetisept. Eine Handvoll Herzenswünsche, Brombeere, Himbeere und Vanille. Hat auch sehr gut gerochen. Sehr, sehr schöner Duft. Also wirklich schön fruchtig, süß durch die Vanille. Und ja, das Bad war auch richtig schön rot eingefärbt. Und ja, ganz, ganz toll. Würde ich mir auch nachkaufen. Ja, dann hier von Body Soul, also von Müller, dieses Japan mit Baumwollextrakt Mousse Maske. Und die war richtig schön mousig. War ein richtig schönes Gefühl auf der Haut. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und würde ich mir definitiv nochmal nachkaufen, denn die gibt es noch bei Müller. Also diese Japan-Reihe gibt es auf jeden Fall noch bei Müller. Und ja, war ein richtig schönes Erlebnis mit der Maske. Ja, dann habe ich auch zwei Duschgele aufgebraucht und zwar einmal, das hatte ich auch mit im Urlaub, das Nivea Sun. Das ist dieses hier, roch richtig schön nach so Sommer. Also mir hat das sehr, 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 sehr gut gefallen. Also wenn man auf Instagram und Facebook so ein bisschen liest, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Irgendwie so zwischendrin, glaube ich, gibt es da nicht. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen und würde ich mir nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal für den Sommer nachholen. Und von Palmolive gab es hier diese Tahiti-Reihe bei Rossmann und in Luxemburg, wo ich dieses Jahr auch war, hat es das auf jeden Fall auch gegeben und ja, würde ich mir definitiv nochmal nachkaufen, weil das hier ist so ein schöner, warmer Duft. Also mir gefällt der so, 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 so gut und ich finde es schade, dass diese Duschgele hier bei uns in Deutschland nicht gibt oder zumindest bei uns hier in der Gegend nicht, denn es ist ein wirklich schöner Duft. Also der ist so richtig schön warm und trotzdem so frisch, also kann ich sehr, sehr schwer beschreiben, aber mir hat der sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja, dann habe ich drei Haarprodukte leer gemacht. Und zwar einmal von Pantene Pro V das Volumen Pur, die Spülung. Die habe ich mir einfach mal so zwischendrin geholt, weil ich noch eine Spülung brauchte für die Shampoos, wo keine Spülung mehr dabei war. Und ja,
Was an dem toll ist, man hat wirklich danach schön weiches Haar. Klar, durch die Silikone wahrscheinlich. Ich lege da ja nicht ganz so viel Wert drauf, muss ich ehrlich sagen. Und ja, man hat auf jeden Fall schön weiches Haar. Es fühlt sich leichter an, dadurch hat man dieses Volumen auf jeden Fall. Ja, könnte ich mir vorstellen nachzukaufen, aber ich habe momentan genug andere Produkte, die ich vorher noch ausprobieren und aufbrauchen möchte. Ja, dann die zwei Produkte, die hatte ich euch im vorletzten Haul, glaube ich, gezeigt. Ist von New by Xlader, das Shampoo und die Spülung. Und ja, die fand ich auch richtig gut. Die haben die Haare schön gepflegt, schön geschmeidig gemacht und einen schönen Glanz reingegeben. Also mir haben die zwei sehr, sehr, sehr gut gefallen und ich könnte mir vorstellen, die auch in groß nachzukaufen. Dann habe ich zwei Deos hier, die noch leer gegangen sind. Einmal das von Nivea Dry Active. Würde ich mir nicht nachkaufen, nicht unbedingt wegen ja dem fehlenden Schutz oder so. Also der Schutz war schon da, aber... man hatte oft so weiße Bröselchen unter den Achseln. Wenn man zu nah dran war, ging das ganz, ganz schnell. Und das hat mir nicht gefallen, das mag ich nicht und das sollte nicht sein. Deswegen werde ich mir das ja nicht nachholen. Ja, dagegen das Dove Original, das ist ja eines meiner absoluten Lieblinge. Einfach weil es schön frisch riecht, es riecht den ganzen Tag. Es hat 0% Aluminiumsalze. Und ja, das verwende ich zum Beispiel, wenn ich nachts von Rexona gebe ich mir diese Creme auf. Das Maxi Protect, glaube ich, heißt es. Und in der Früh frische ich halt einfach so mit diesem Deo auf. Das ist einfach nochmal für den Duft. Denn im Sommer reicht mir das 0% Aluminium nicht aus. Für den Winter geht das schon mal. Und ja, aber das mag ich einfach wegen dem Duft schon mal alleine sehr, 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 sehr gerne. Ja, dann habe ich euch im letzten Haul erst gezeigt von Catrice den Slimmatic Ultra Precise in der Farbe 010 Light, den Augenbrauenstift. Der hat hier hinten einmal so ein Spoolie und hier vorne ist er zum Rausdrehen, aber der ist leider schon leer. Der ging wirklich sehr, 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 sehr schnell leer. Der war aber auch sehr gut und ich bin echt so am Zweifeln, ob ich mir den nochmal nachkaufen soll oder nicht. Ja, das weiß ich noch nicht. Und ich werde es aber auf jeden Fall sehen. Wenn er wieder in meiner Einkaufstasche landet, dann seht ihr das auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann nicht. Von Nivea habe ich hier einmal die Essential Urban Skin Protect mit Tagespflege Lichtschutzfaktor 20. Das ist diese hier, das ist diese grüne. Die Creme an sich war auch grün. Man sieht jetzt eigentlich nichts mehr. Die roch auch sehr, 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 sehr gut und zieht schnell in die Haut ein. Die pflegt die Haut gut, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ich meine anderen Pflegen leer habe, dann kaufe ich mir die definitiv nochmal nach. Von Isana habe ich hier einmal die Pure Eleganz, haben die leer gemacht, die stand bei uns im Bad. Und ja, ich muss euch ehrlich sagen, also die Isana-Seifen und auch die Balea-Seifen, sie riechen immer sehr, sehr, sehr gut. Sie haben ein tolles Design, aber gerade bei den Isana finde ich das ganz, ganz schlimm, dass sie so von den Händen runterflutschen. Also man hat sie noch nicht mal richtig, also man kann sie gar nicht richtig verteilen. Und das gefällt mir nicht und deswegen werde ich die wahrscheinlich erstmal nicht mehr nachkaufen. Ich habe noch ein paar Backups von anderen Isana-Cremes, die werde ich natürlich aufbrauchen. Aber es wird kein neues Isana-Produkt erstmal bei mir einziehen. Ach, wieder aufgebraucht ist von Garnier mein Augen-Make-up-Entferner, der Clean and Fresh mit Traubenextrakt. Den gibt es ja nur bei Rossmann und Müller. Bei DM habe ich den noch nicht gesehen und den mag ich einfach sehr, sehr gerne, weil er meine Augenpartie nicht reizt. Also das ist wirklich der Augen-Make-up-Entferner, der bei mir am besten funktioniert, gerade wenn meine Augen wieder sehr, sehr empfindlich sind. Da funktioniert der für mich einfach am besten. Deswegen kommt er auch immer wieder mit. Eine Handcreme ist leer geworden. Das dauert ja auch sehr, sehr lange immer bei mir. Und das ist die Mercy Handy Hello Sunshine, die Love Handcreme. Gerochen hat sie sehr, sehr gut. Was ich aber sagen muss, was mir jetzt das letzte Mal wieder beim Eincremen aufgefallen ist, also ich habe es in der Arbeit gehabt, ich muss mir danach immer die Hände waschen gehen, weil sie hinterlässt so einen Film, also sie zieht nicht so hundertprozentig ein und das hat mich schon ein bisschen genervt, weil gerade wenn ich auch arbeiten bin, muss es eine Creme sein, die schnell einzieht und ich bin mir gar nicht sicher, jetzt steht jetzt hier nicht drauf, ob sie schnell einziehen soll oder nicht. Aber auf jeden Fall werde ich sie mir deswegen nicht nachkaufen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Das habe ich noch in meiner Duftöllampe. Aber ich wollte es euch schon mal zeigen. Das ist einmal dieses hier von Yankee Candle, die Spiced White Cocoa.
Es ist so ein leckerer Duft und ja, es ist eher so ein winterlicher Duft, aber gestern Abend war es bei uns so, so kalt. Mich hat den ganzen Tag schon gefroren irgendwie, weil wir hatten einen Temperatursturz von 10 Grad oder über 10 Grad. Und es war einfach mega kalt. Ich war abends in der Badewanne und habe mir gedacht, so, den zünde ich mir jetzt an. Der hat richtig gut dazu gepasst und der riecht halt auch einfach richtig, richtig lecker. Ja, jetzt ging meine Kamera aus. Was ich sagen wollte, der gefällt mir auf jeden Fall mega gut. Den liebe ich und ich weiß gar nicht, ob er limitiert ist oder ob er im Standardsortiment ist. Ich bin da ja nicht so up-to-date, was Yankee Candles angeht. Aber den könnte ich mir vorstellen, auch in groß zu kaufen oder zumindest zum mittleren Glas, weil mir der Duft einfach sehr, sehr gut gefällt. Ja, das waren dann auch schon alle meine aufgebrauchten Produkte. Schreibt mir unten mal in die Kommentare, ob ihr von den Produkten auch schon was getestet habt, die ich euch gerade gezeigt habe, ob ihr die kennt oder wie ihr die findet. Also das würde mich auch mal sehr, sehr interessieren, weil was für mich ein Flop oder ein Top sein kann, kann ja für euch genau das Gegenteil sein. Und ja, schreibt uns auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ja, dann könnt ihr meinen Kanal einmal hier in der Mitte abonnieren. Und hier oben findet ihr einmal mein letztes Video und ein aktuelles Video. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!